Das Pan Pocket Meter ist das neue Taschenmultimeter von Bancontrol. Es ist besonders leicht und schlank und bietet dabei viele Funktionen, die man bei wesentlich größeren und schweren Geräten oft vergeblich sucht. Zum Beispiel True RMS, echt effektive Messung, auch für nicht sinusförmige Signale, zum Beispiel bei Schaltnetzteilen und Frequenzumrichtern. Ein besonderes Highlight ist die automatische Funktionswahl. Das bedeutet, der Benutzer braucht nicht mittels Drehschalter verschiedene Funktionen oder Messbereiche auswählen, sondern das Gerät erkennt vollautomatisch die benötigte Funktion und den Messbereich. Egal, ob es sich um Gleich- oder Wechselspannung bis 600 Volt handelt, Frequenz, Widerstand, akustischen Durchgangsprüfer, Diodentest oder Kapazitätsmessung. Mit einem Tastendruck wird der kontaktlose Spannungsprüfer aktiviert, mit dem das Gerät in drei Stufen berührungslos spannungsführende Leiter erkennt. Mit einem weiteren Tastendruck die Live-Funktion, das ist ein einpoliger Phasenprüfer, ähnlich wie ein Prüfschraubendreher. Auf der Rückseite befindet sich eine leistungsstarke LED-Taschenlampe zur Messstellenbeleuchtung. Das neue Pan Pocket Meter ist nur 110 Gramm leicht und 11 mm schlank. Dadurch eignet es sich besonders gut zum Einstecken in die Hemdtasche. Mit einem Tastendruck lässt sich der kontaktlose Spannungsprüfer aktivieren. Damit können wir unterscheiden zwischen der spannungsführenden Phase und dem nicht spannungsführenden Nullleiter. Ein weiterer Tastendruck aktiviert den einpoligen Phasenprüfer. Damit kann man wie mit einem Prüfschraubendreher die Phase vom Nullleiter unterscheiden. Ein nochmaliger Tastendruck aktiviert wieder den Automatikmodus. In diesem erkennt das Gerät selbstständig und automatisch, ob es sich um einen Durchgang oder Widerstand handelt oder ob eine Spannung anliegt. Oben wird die Spannung angezeigt, unten die Frequenz und dazwischen liegt die Analogbalkenanzeige, so wie bei einem Zeigermessgerät. Zwischen Phase und Nullleiter werden etwa 230 Volt angezeigt, zwischen zwei Phasen etwa 400 Volt. Das Pan Pocket Meter eignet sich für verschiedene Prüfungen und Messungen in der Elektronik, zum Beispiel Durchgangsprüfung, Diodentest, hier wird die Durchlassspannung der Diode angezeigt, knapp 0,6 Volt und Kapazitätsmessungen an Kondensatoren. Dazu schaltet man um auf Kapazitätsmessung. Das dauert immer ein bisschen, bis der Kondensator voll geladen ist. Und jetzt wird die Kapazität von 1262 Mikrofarad angezeigt.